Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sims 400 Baby Challenge. Und ich sehe gerade oben rechts, wir haben eine Rechnung. Ich sehe gerade unten links, wir haben nicht genug Geld, um die Rechnung zu bezahlen. Ja, super. Gut, dann müssen wir halt malen, ne? Dann leg los, Elisabeth. Kannst erstmal das Zeug hier verkaufen und das Zeug hier verkaufen und danach direkt hier ein schönes realistisches Gemälde. Und so ein großes. Oh, Martina, was ist denn los? Warum bist du traurig? Hä? Warum bist du traurig? Okay, ich glaube, ganz reicht es immer noch nicht aus. Dann gehe ich hier mal hier schön ein bisschen bewässern und schön hier ein bisschen den Garten. Kümmere dich mal ein bisschen um den Garten. Wie weit bist du? Zweites Trimester? Ach, das dauert ja noch. Bis du fertig bist. Bis das auspuppt. Das Baby. So, einmal hier ein bisschen aufräumen. Dann müssen die Sims es nicht machen. Dann mache ich das halt. Na komm. So. Zack. So, wem gehören hier jetzt die Hausaufgaben? Hä? Hä? Das sind vermutlich deine, die du hier schon wieder liegen gelassen hast. Freches Gör. Ach, die müssen ja gleich zur Schule. Stimmt ja. Hausaufgaben haben sie aber alle soweit fertig, glaube ich. Wenn nicht, dann muss ja noch jemand was. So, einmal kurz. Kopfhörer ein bisschen leiser gestellt. So. Die haben alle ihre Hausaufgaben fertig, manche auch die Zusatzaufgaben. Ist doch schön. Was ist denn machen? Fernsehen, okay. Wert von 500 Simoleons kaufen. Etwas von ausgezeichneter Qualität herstellen. Von neuer Shows schwärmen. Ja. Musst du heute arbeiten, Elisabeth? Musst du heute arbeiten? Ja, muss sie. Dann hör mal auf hiermit. Und geh erstmal hier pinkeln. Und duschen und danach kannst du immer noch weiter malen. So. Wir machen ja mal ein bisschen schneller hier. Oh, sie muss auch langsam aufs Klo. Ja, ich kann mir gut vorstellen, dass da so ein, wenn da so ein Baby in einem drin ist, dass er es ziemlich auf die Blase drückt. Das kann ich mir durchaus vorstellen. So, die Bäume, die müssen nicht gepflegt werden. Da könnte hier bewässert werden. Nee, doch nicht. Die Erde sah so ein bisschen trocken aus, deswegen dachte ich. Und das Waschbecken ist kaputt. Juhe. So, die sind alle auf dem Weg. Das ist sehr schön. So, Helga wird aber diesmal Einzelschülerin. Ja. Also wenn da jetzt kein besonderes Event ist und sie jetzt ja dadurch ihr Leistung ein bisschen verschlechtert wird, dann werde ich die altern lassen, auch wenn sie vielleicht rumbackt. Das heißt, Elisabeth kümmert sich hier mal um den Waschbecken und du, ja, isst erstmal. Ich wollte sagen, du machst jetzt erst sofort Kuchen, aber ja, isst erstmal. Darfst du ruhig machen. Hier schön die Hähnchen. Pfanne. Dann isst sie auch und legst sie nicht nur einfach auf den Tresen ab und lass sie dann da stehen, du komisches. Ich verstehe die Sims manchmal einfach nicht. So. Sie ist da fertig. Du hast aber auch ein bisschen Hunger. Kannst auch mal ein bisschen hier erstmal das Verdorbene rausmachen. So. Und danach kannst du ja arme Ritter nehmen. Wir haben ganz schön viel Gemüse und so ein Zeuges. Big Sister is watching you. Es ist nicht einfach, gute Note zu erhalten. Ach Gott.
E-fucking A's. Besorgt euch vernünftige Übersetzer, ja? Es ist nicht einfach, gute Noten zu erhalten und Anna fühlt sich unter Druck. Es ist nicht gerade förderlich, dass ein Mädchen, das neben ihr sitzt, mit ihren hübschen, unschuldigen Augen zu ihr rüberstarrt. Wenn das Mädchen von dir abschreiben, aber will es einfach nur freundlich sein. Was nun? Lass du doch, wenn sie abschreiben will. Wenn sie abschreiben wollen, wenn sie halt keinen Wert darauf legen, was zu lernen, das ist nicht ihr Problem. Daniel ist der Klassenbeste und soll heute von der ganzen Klasse interviewt werden. Das ist ziemlich. Also entweder bei mir ist gerade was im Hirn kaputt, oder die Übersetzung ist wirklich grammatikalisch falsch. Egal. Von der ganzen Klasse interviewt werden. Er ist ziemlich aufgeregt. Und ein Kind fragt, warum schreibst du immer nur Einsen? Soll ich eine kluge Antwort ausdenken und einfach ehrlich sein, wie die Lehrerin es ihm. Ja, sei einfach ehrlich. Daniel zuckt mit den Schultern, windet sich ein bisschen und sagt die Wahrheit. Ich bin eben klug. Er wollte nicht witzig sein, aber alle lachen freundlich. Eine Frage weniger. Bleiben nach 22. Daniel hat einen guten Start hingelegt. So. Dann isst du hier einmal. Machen wir einmal schön Schokokuchen. Wieso wischst du ab? Wir haben eine Spülmaschine. Eine motherfucking Spülmaschine. Warum wischst du das per Hand ab? Wenn da irgendwie so festgebackener Käse dran wäre, dann würde ich das verstehen, wenn du das noch irgendwie. Wenn du das noch irgendwie unter Wasser anhalten würdest, aber. Komm. Das war eine Hühnchenpfanne, eine Asia-Hühnchenpfanne, da ist kein Käse dran. So. Nochmal Geburtstagskerzen drauf. Ich komm da nicht dran, meine Arme sind so fett und schwabbelig. Nee, war nur ein Scherz. Backen wir mal. Wir können keinen Kuchen backen. Können wir irgendwas unter Gourmet-Menü, irgendwas Kuchenartiges? Gourmet-Obstkuchen, aber das mögen die meisten da ja nicht. Ja gut, dann halt. Ja, mal eine weiße Torte. So. Das machst du sehr schön. Na? Machst du wohl? Steht ja erstmal eine halbe Stunde. Oh, was soll ich als nächstes machen? Ich weiß es nicht. Einfach so verkaufen. Komm. So, jetzt muss ich das wieder hinschieben, weil sie sonst sagt, nee, geht nicht. Ist mir zu anstrengend. So, und dann hier noch Erdbeerkuchen. Ja, Erdbeerkuchen. Machen wir Erdbeerkuchen. So, dann müssten die auch gleich von der Schule wiederkommen. Irgendwann gleich. So, und dann hier nochmal Geburtstagskerzen dazu. Hallo, Geburtstagskerzen. Danke sehr, wie sieht es denn bei ihr aus? Ah, noch nicht ganz. Bei ihm? Auch noch nicht ganz. Also dürfen 3 Kuchen reichen. Ah, dann. Keine Ahnung. Räum mal ein bisschen auf hier. Danach hier ein bisschen jäten. Ein bisschen bewässern. So, und sehr schön. Helga ist Einzelgrundschülerin.
Was ist mit ihr denn los? Ja, die ist halt ein bisschen crazy drauf, ne? So, du bist Einser-Grundschülerin. Du bist Einser-Grundschülerin. Und du bist Einser-Grundschülerin. Also, einmal, das ist dein Kuchen einmal. Dann brauche ich gleich wieder den RNG wieder bis zum Umfallen. Das ist dein Kuchen. Und das ist dein Kuchen. So. Hol ich schon mal meinen RNG raus. So, Helga. Einmal ein Bestreben. Das ist Bestreben Nummer 7, was wir dir aussuchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Herrlich reich, okay. Und ein weiteres Merkmal. Merkmal Nummer 33. Wie viele gibt es insgesamt? 35. Eins davon haben wir ausgesucht, also dürfte das vorletzte sein. Gemein. Ach, super. Ach, Mensch, Helga. Warum muss das sein? So, jetzt kommt Anna. Anna bekommt das Bestreben Nummer 23. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Sie will ein Renaissance-Sim werden. Merkmal bekommt sie Nummer 29. 34, 33, 32, 31, 30. Und was kommt? Na, wahnsinnig Geek. Ja, kann man machen. So, jetzt du noch. Boah, ein Iro. Krass. So, Bestreben Nummer 28. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ah. Okay. Gibt halt nur, dann halt Nummer 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 19, 11, 12, Staatsfeind will er werden und Merkmal Nummer 26 bekommt er. 34, 33, 32, 31, 30. 29, 28, 27, 26, kindisch, alles klar. So. Alles klar. Dann kommt das erstmal in den Kühlschrank. Ihr macht erstmal direkt eure Hausaufgaben. So. Und so. Jetzt können wir die Rechnung bezahlen. Ja, bezahlt jemand die Rechnung. Braucht dringend Urlaub. Und schauen wir hier ein bisschen Fernsehen. Dann schauen wir mal. Keine Ahnung, Comedy-Kanal. So, Laura, du musst auch deine Hausaufgaben machen. Für dich gibt es kein Entkommen. Das Zeug hier einmal alles rein. So. Wo ist er denn? Laura? Ach da, da kommst du gerade runter. Vielleicht soll ich da oben auch noch irgendwie einen Tisch hinstellen. Jo, hier können wir noch einen Tisch hinstellen. Das könnten wir machen. Du willst ja ein paar Sachen machen. Und zwar willst du hier einmal Kochtipps geben. Kannst du mal aufhören mit dem Malen. Ist gerade nicht nötig. So ungefragt ein paar Kochtipps geben, das ist immer super gut.
So, und von neuer Show schwärmen willst du, ja? Was kommt danach? Eine Kochsendung ansehen, okay. Können wir hier irgendwelche... Nee. Dauert noch. Freundlich zu Laura sein. Ja, dann schalte ich mal ein bisschen um. Kanal schauen, den Kochkanal. Was will sie jetzt? Brathähnchen zubereiten. Sie meint, sie will Hähnchengrillen zubereiten. Also ich würde sagen, Essen haben wir erstmal wieder genug. Da wäre jetzt keinen akuten Bedarf an Essen. Oh shit, Jan und Kuchen muss ja auch noch hier rein. Zack. Ah, Wand, ey, geh mal aus dem Weg hier. So, wie weit bist du? Du müsstest jetzt im dritten Trimester sein, ja. Sollte es nicht mehr allzu lange dauern, bis das Baby kommt. Bis das Baby kommt. Bis das Baby kommt. Sollte nicht mehr zu lange dauern, bis das Baby... Nee. Scheiße. Das passt mir den Sinn mehr nicht. Was lassen die alle wieder in die Hausaufgaben hier liegen? Unglaublich. Wir haben hier aber auch Kinder hier. Nee, 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 nee. Schlimm hier. Carina Müller hat zwei Kinder zur Welt gebracht, wenn ich das richtig aus dem Augenwinkel gesehen habe. Ja. Hat einfach eiskalt Zwillinge zur Welt gebracht. Wir machen mal hier die Pinnwand leer. So. Oh, die ist ganz schön müde. Geh aber jetzt mal was essen. Sonst verhungerst du noch, während du schläfst. Das wäre nicht so geil. Ja, auch wenn es nur ein Joghurt ist. Etwas Leichtes. So. Nee, du gehst jetzt nicht schlafen. Das ist noch zu früh zum Schlafen. Hier. Geh hier stattdessen hier was essen. Hier. Wir haben genug davon. Ah, er ist jetzt schlafen gegangen. Helga hat keinen Hunger, ist auch nicht müde. Das ist gut so. Okay. Also ich rechne damit, dass Laura am nächsten Schultag dann Einser-Oberschülerin ist, dass wir sie erwachsen machen können. Damit rechne ich jetzt. Was ist denn jetzt passiert? Stehen die jetzt plötzlich hier alle vom Fernseher? Warum tut ihr sowas? Wo ist denn Laura eigentlich? Ach, da sitzt sie. Ja, dann sei mal freundlich zu ihr. Verschönere ihr den Tag. Und dann... das techtelmächtige Gespräch führen. Ja, mach mal. Gorba. Da bin ich mal gespannt, wie sie darauf reagiert. Emma, dein Bauch ist in der Theke. Scheint da richtig interessiert, Trans... War jetzt doch anscheinend ein bisschen unangenehm. Was will sie die ganze Zeit mit Laura? Nee, die kann die Hausaufgaben alleine machen. Dafür ist sie groß genug. Plaudern. Ah ja. Boah, danach musst du pinkeln, danach musst du was essen. Wow. Okay. Jetzt kann sie plötzlich kochen, weil sie einmal mit ihr darüber geredet hat. Ja, ergibt Sinn. Beschämt.
Wahrscheinlich, weil sie das Techtelmechtel-Gespräch mit ihr gemacht hat. So, ich rechne fest damit, dass in der nächsten Folge das Baby zur Welt kommt. Bis dahin und ciao!